Wittenberge. Über 1500 Musiker, Tänzer und Künstler werden vom 17. bis 19. Juli in der Elbestadt erwartet. Über das Festival der Landesmusikschulen Sound City informierten am 17. Juni Bürgermeister Dr. Oliver Herrmann, Landrat Thorsten Uhr, Dr. Hinrich Enderlein, Vorsitzender des Verbandes der Musik- und Kunstschulen Brandenburg und Thomas Falk, Geschäftsführer des Verbandes der Musik- und Kunstschulen Brandenburg im Kulturhaus. Vom 17. bis 19. Juli wird es demnach rund 200 Veranstaltungen, darunter Konzerte, Ausstellungen und Workshops zum Mitmachen auf insgesamt 6 Bühnen und weiteren 6 Kunstinseln geben. Das Programm beginnt mit einem Eröffnungskonzert auf der Elblandbühne am 17. Juli um 19 Uhr. Infos zu Sound City 2015 in Wittenberge erhalten Interessierte unter www.musikschultage.de.